Mein Name ist Annette Weinreich, ich bin hier von der Grünen Fraktion in Ulm und möchte einfach auch noch ein, zwei Sätze zu der Veranstaltung heute sagen. Ich mache den ganzen Verteiler, schicke alles an die Leute. Lauter? Okay, also noch näher ran. So ist es jetzt besser, okay. Nimm's in die Hand! Nimm's in die Hand, okay. Alles klar, so ist es mir auch lieber. Da muss ich nicht so den Kopf hochstrecken. Also ich mache hier die Verteilung der Veranstaltung, die Pressearbeit und mein Name ist Annette Weinreich von der Grünen Fraktion in Ulm. Wir haben hier einen Wahlkampf ganz besonderer Art. Es gab es eigentlich in Baden-Württemberg noch nie eine Volksabstimmung. Für uns ist es eine ungeheure Fleißarbeit und eine zusätzliche Arbeit, die wir stemmen müssen zu unserem Alltagsgeschäft, auch hier am Ulmer Ratstisch. Wir haben es nicht immer leicht, weil wir mit unserem linken Vertreter zusammen am Ratstisch die einzigen sind, die gegen Stuttgart 21 sind. Sämtliche Ulmer Fraktionen sprechen sich immer dafür aus, das wissen Sie sicherlich. Der Wahlkampf in Ulm ist jetzt nicht erst seit kurzem im Gange. Sie sehen hier die ganzen Stelen, was hier steht, die Plakate, der Infopavillon, das ist alles nichts Neues für Sie, das steht hier in Ulm schon seit Monaten. Was wir ganz nett finden bei der ganzen Geschichte dieses Jahr, was hier überall steht, das bekommt jetzt seine Würde wieder zurück, ja. Indem wir im Prinzip es als grüne Idee recyceln können und dieses Jahr auftragen können. Ich möchte Sie jetzt noch schnell auf ein paar weitere Veranstaltungen hinweisen, die wir in der nächsten Zeit haben. Wir haben jeden Samstag einen Infostand auf dem Münsterplatz. Dort können Sie auch Infomaterial sich besorgen, da liegen die Flyer aus, da bekommen Sie Buttons, da bekommen Sie Informationen. Wir machen in Söflingen auf dem Markt jeden Freitag einen Infostand. Wenn sich jemand bereit erklärt oder Lust hat, uns auch da mitzuhelfen bei diesem Infostand, soll er sich gerne bei mir melden. Wir sind über jede helfende Hand sehr dankbar. Wir haben nächsten Samstag den großen landesweiten Aktionstag. Das wird ein Demozug sein, der wird vom Infostand aus am Münsterplatz bis hierher zum Bahnhof gehen. Das ist eine Aktion, die zieht sich durch das ganze Land, ist über mehrere Wochen angesiedelt und in verschiedenen Städten. Auch dort würden wir uns freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen würden. Am 16.11. kommt Egon Hopfensitz, der kommt ins Gewerkschaftshaus im Weinhof. Und am 22. kommt Gangolf Stocker ebenfalls ins Gewerkschaftshaus. Ich werde diese Infos natürlich weiterhin verteilen über das Internet, über E-Mail. Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte, soll sich bitte bei mir melden. Annette Weinreich, Grüne Fraktion Ulm. Am besten im Rathaus, da finden Sie mich. Und ich gebe jetzt weiter an unseren Abgeordneten Jürgen Filius, bei dem Sie sicherlich jetzt noch Fragen oder auch sonst irgendwelche Infos erhalten können. Danke. Herzlichen Dank, Annette. Ja, ich darf noch ein paar Informationen noch zukommen lassen. Was ich vorher gerade angesprochen habe, wir wollen in Ulm, ich denke, da sind wir uns alle einig, ein S-Bahn-Konzept verwirklichen, dass wir hier mit der S-Bahn fahren können. Dafür benötigen wir Geld und bestimmte Gelder, die auch hier wieder für den Nahverkehr eingesetzt werden, die werden letztendlich in Stuttgart verbuddelt, sollte es zur Tieferlegung des Bahnhofes kommen, was wir ja wirklich verhindern wollen. Wichtig ist noch, und das habe ich zwischenzeitlich auch in Erfahrung bringen können, dass ein S-Bahn-Konzept in Ulm gar nicht realisierbar ist, wenn es den Tiefbahnhof in Stuttgart gibt und nicht mehr den Kopfbahnhof, weil nämlich ein integrierter Taktverkehr dafür notwendig ist. Das heißt, hier in Ulm werden wir uns sämtliche Zukunftsmöglichkeiten bei einer S-Bahn quasi vergraben in Stuttgart. Und das kann doch nicht sein, das ist nicht im Interesse von uns Ulmerinnen und Ulmer. Da müssen wir klar Kante zeigen und müssen für den Ausstieg stimmen, nämlich Ja zum Ausstieg. Das ist ganz entscheidend. Ich darf dann auch noch darauf hinweisen, die IHK hat heute aus ihrer Sicht einen Pyrrhus-Sieg erzielt. Und zwar, das wird ja heute schon in den Medien bekannt gegeben, das Plakat darf erstmal noch hängen bleiben, weil die vorläufige Vollstreckbarkeit
sich nur auf die Kosten zunächst einmal bezieht. Fakt ist aber, es ist rechtswidrig, was sie macht, und es ist nochmals festgeschrieben worden. Aber wir sind hier weiterhin zuversichtlich, dass die IHK auf den richtigen Weg kommt. Und ich möchte dem Herrn Kulitz noch ins Stammbuch dann halt schreiben, sollte er wirklich sich als politischer Präsident dann halt fühlen, dann soll er sich einer Partei anschließen, wie es auch schon seine Tochter gemacht hat, aber nicht mehr IHK-Präsident sein und hier für alle zu sprechen. Da ist er falsch am Platz. Machen wir es den Mannheimer nach. Vorher wurde es ja auch schon erwähnt. Mannheim sagt hier Ja zum Ausstieg. Ganz klar, Mannheim wird hier dagegen stimmen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Indiz, dass Baden insgesamt dieses Projekt ablehnt. Auch wir, und das möchte ich jetzt gerade nochmals betonen, der Boris Palmer hat es ja auch klar gesagt, werden davon nur dann profitieren, wenn die Neubaustrecke realisiert wird. Aber nicht, wenn wir hier S21 realisieren. Wir wollen den leistungsfähigen, barrierefreien Kopfbahnhof erhalten. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, sprechen Sie mit Ihren Freunden, fordern Sie sie auf, Ja zu sagen. Ja zu sagen zum Ausstieg, auch hier in Ulm. Es ist im Interesse von Ulm, machen wir unsere Zukunft wirklich auf den Gleisen in die richtige Richtung, schalten wir die Signale weiterhin auf Grün und nicht auf Rot, wie hier die ganzen Plakate letztendlich dann halt sind. Wir sind morgen auch in der Hirschstraße von 10 Uhr bis mindestens 14 Uhr. Dort gibt es auch weiteres Infomaterial. Helfen Sie alle mit, dass viele Menschen zur Wahl gehen. Wir haben die richtigen Argumente, nämlich die wirklich besseren Argumente. Wir wollen oben bleiben. Danke. Dann darf ich nochmal Joke ausbitten, noch die Veranstaltung abzuschließen. Danke. Wir spielen uns am